Dann können wir mal in Ruhe skillen hier, bitte. Oh, das ist ein bisschen Sniper. Hm, sexy. I like this. Oh, da kommt das nächste Schiff. I like my Snipper. Ich weiß, ich habe gerade gar nicht beachtet, was wir jetzt als nächstes irgendwie... Ich will ballern. Das ist auch das Problem von Basti und mir gewesen beim Let's Play. 3 Sekunden Story, der Rest... Guck mal, da ist ein Gegner, guck mal, da ist ein Gegner, guck mal, da ist ein Gegner. Shooter, Shooter, Shooter. Das ist halt das, was so viel Spaß macht. Geh mir nach, ich scanne. Warte, ich scanne mal gerade. Ja, ja. Ich habe auch gescannt, alles gut. Ja, ich bin, Jetzt habe ich auch den Symbol. Oh, da hinten ist einer. Hier, stirb mal bitte. Sehr danke. Gut. Bin ich jetzt schon am Symbol vorbeigerannt? Nee, das ist schon richtig. Ich bin nur die Schweber da geradeaus. Ach, da. Ach, ich habe echt... Ach, hier müssen wir genau, rein, wir müssen ne? hier rein. Und dann weiter die Treppe nach oben. Ja. Wir sollten ja hier Loot holen, Beute einsammeln. Ah. Beute, Beute, Beute! Freue ich mich übrigens schon später auf die Jumping Puzzles. Die sind nämlich hier genauso kacke wie vorher. Ich verstehe jetzt, was Trefion meinte mit, man wird noch zugeschissen mit diesem Glimmerzeug. Richtig. Wo wir schon von der Wildnis sprechen, an der Wand der Kirche ist ein Symbol. Ah. Geh doch mal gucken. Okay, dann gehe ich mal Lucky Lucky machen. Symbol, Wand, Kirche, gescannt, wo denn? Neues Ziel. Mir wird es hier hinten angezeigt irgendwo. Ja, wir müssen ja wieder runter. Ja. Und dann da hoch. Genau. Da kann man ja sagen, was man will, ist schon sehr gut. Gegner, Gegner. Ja, ist schon sehr gut gemacht, so von dem ganzen Interface und allem. Das fühlt sich so richtig sauber und ordentlich an. Okay, ist weg. Aha. Ah, ah, da. Ah, hier irgendwie. Innen drin, glaube ich. Oder? Ja, hier innen drin. Devrin. Weißt du, woher das Symbol stammt? Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Mhm. Oder beides. Sehen wir mal nach. Dann betreten wir den Tunnel. Mhm. Ist der jetzt draußen? Okay. Oder? Drinnen? Oder? Wo? Oder was? Ah, ist innen drin. Okay, gut. Ich bin verwirrt. Das hat sich nicht geändert. Also, ja, ah ja, das Loch neben uns. Genau, das habe ich gesehen. Das Man muss dazugeben, dass ich auch fast gestorben wäre und ja. So. Die Geschichte dieser Region ist faszinierend. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Hm. Wer weiß schon, was da unten lauert. Seid vorsichtig. Ja, ja, wenn du das schon so sagst, dann ist hier garantiert nichts Gefährliches. Ich sehe schon, der Radar ist rot, 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 rot. Aber richtig, ich glaube, dann gewechselt ich wieder. Was für ein Radar genau, wo sehe ich das? Du hast links oben, das ach sind so, dann ja, so rote ja. Streifen. Das zeigt dir mal an, wo Gegner als nächstes auftauchen. Hier zum Beispiel. Stellt euch so hin, dass ihr euch automatisch auf den Kopf zieht. Da habe ich kein Problem mehr. Das Schweber. Du bist hinter Glas, so ein Arsch. Kommst du da Kann raus? Irgendwas Schönes gedroppt, bitte. Scheiß Glasscheiben. Ist noch irgendwas Spannendes? Nee. Okay. Ich glaube nicht. Dann gehen wir weiter. Vielleicht treffen wir den noch. Ja. Später irgendwann. Ah! Ich finde, es fehlt noch. Ich finde, wenn man so im Einsatztrupp ist, dann fehlt noch so ein. Warte mal, liegt hier irgendwas? Nee. Fehlt noch so ein Indikator immer, wo dein Mitspieler ist. Und zwar nicht nur, wenn ich dich im Prinzip schon sehe, sondern so ein kleiner Richtungspfeil einfach. Ja, nur. Ich habe meine Augen sind quasi immer auf dem Radar, weil ich sonst mega die Probleme kriege, herauszufinden, wo du gerade bist. Auf dem Radar ist das ja einigermaßen angezeigt. Ja. Ihr habt eine Feuerblitzgranate. Entschuldigung, das macht einfach zu viel Spaß. Boah, epische Musik und so. Es gibt wieder voll die krasse Schlacht. Wo ist hier so ein krasser? Ein krasser hier? Ich hab bis jetzt noch. Ach, ist hinter neben uns steht noch oder einer. Oder oben ist so ein ach, krasser da oben auf ist einer. Fuck's sake. Dann nehme ich auch meine schwere Waffe raus. Nee, das ist eine Shotgun, das ist schlecht. Hehehehe.
So, mein Super ist gecharged. Attacke! Kriegt mein Schwert ins Gesicht! Und das mögen Captains nicht. Okay, ist vorbei, mein Mann. Super, ich bin da mal kurz weg. Ich hab's, glaube ich, alles sehr gut. Das meiste auf jeden Fall tot. Ich kann sicher dieses Depot öffnen. Sehr geil. Gut. Ich glaube, ich hab's besiegt. Ja, ja. War hier hinten nicht eben gerade noch eine Truhe oder so? Oder habe ich. Nee, doch nicht. Wird es denn gehen? Ach, da oben ist noch was. Ach, da oben steht noch was. Ah, danke schön. Okay, dann gehen wir mal hier und so, ne? Beute sammeln. Collect Loot. Genau. Oh. Haltet die Augen nach anderen Verstecken und schätzen, wie die es seltenes offen. Equipment. Geil. F1. Selten ist welche Farbe? Selten ist grün. In der Zwischenzeit machen wir okay, uns als das habe ich auch bekommen. Kommt den Kirchturm hoch. Raketenwerfer! Raketenwerfer! Doch, den nehme ich! Jo, geil! Das ist richtig nett, neue Schuhe. Schön. Oh, 31, nice. Oh, eine Pistole als Extra. 36. Macht das irgendeinen Unterschied, außer die Farbe? Nee, ne? Und da habe ich das Scharfschützengewehr. Oh. Die Sachen erhöhen halt immer so die aktuelle Power und da gehen wir so, ich glaube, das Spiel geht einem auch später auch nochmal ein bisschen bewusster Informationen dazu. Aber gerade im Moment ist es erstmal ziemlich egal, weil wir immer das nehmen müssen, was wir kriegen. Ja. Neue Abenteuer verfügbar. Ich muss gerade einmal kurz meine Waffen. Was macht das? Okay, du schießt so. Und Sniper. Das ist wieder so ein Granatwerfer-Ding. Okay. Das müsste eine Pistole sein. Das werde ich also. Es ist zwar schön. Geil. Ich sag mal, so ein Granatwerfer ist zwar ganz schön. Ja, ich habe schon einen. Ist auch mal ganz praktisch, wenn man sich da abwechselt. Also ist kein Problem. Ich kann mit dem Granatwerfer, wie man. Guck mal, mein Granatwerfer. Oh, fette Oschi war. Du hast da aber ein dickes Ding. Oh, hab ich gerade gefunden. In dem Loot von dem Typ. Brauch meine Shotgun-Muni, aber hier gibt's keine Shotgun-Muni. Ich scanne mal gerade wieder. Wir müssen ja jetzt quasi das nächste Abenteuer, die nächste Mission annehmen, also müssen wir einfach nur wieder hier raus. Wir haben ja gerade eine Regionenmission abgeschlossen. Eine Erektion. Genau, eine Erektion abgeschlossen. Deswegen haben wir so eine dicke Wumme bekommen. Ja, das ist jetzt meine dicke Bombe. Drücke Tab, um dem Navigator zu öffnen. Ja, hab ich doch gemacht. Was will das Spiel von mir? Ja, ich glaube, halten, damit du in diese Weltkarte kommst. Aha. Dann müssen wir, glaube ich, einfach wieder nach dazu zu Devrim K. Richtig. Glaube ich, und dem das wiederbringen. Also wir können Schnellreise machen. Wie geht das? Da ist so dieser Punkt, der Startpunkt, wo wir herkamen. Und wenn ich das gedrückt halte. Genau, wenn du das gedrückt hast, machst du Schnellreise. Ja. Können wir mal ausprobieren. Finde ich ganz praktisch. Einfach draufklicken. Ja, gedrückt halten und draufklicken und dann kriegst du einen kleinen Ladebildschirm. Dann sind wir raus hier aus diesem Untergrundding. Achso, nee, da steht bei mir jetzt nur Track. Achso, du musst nicht ihn, sondern das unten drunter, da wo wir gespawnt sind, quasi. Das ist diese, so weiß ist das. Ah, hab's gefunden. Genau. Da gibt's immer mehrere Points. Das hatte ich schon in einem Video gesehen. Das kann man sich dann merken, um dahin zu porten. Ey, wie oft ich mich schon ohne so einen Port verlaufen habe im Spiel, das nicht wissen. Hi. Hallo. Jo, dann gehen wir mal wieder zu dem Dude, ne? In the Kirche. Ich schaue da oben, leuchtet sein Püppel. Scheiß Schweber, die mit ihrem scheiß Ziel verfolgen, der Kackmunition. Ich bin im Gemüse gelandet. Nein, diese Sari hat mich angegriffen, hab's genau gesehen. Ja, es war aber geplatzt. Wir haben halbwegs überlebt, glaube ich. Wenn du übrigens mit deiner Super einen Gegner tötest, dann. Oh, da drüben ist wieder der richtige Schissel los. Da gehen wir aber nicht nochmal hin. Dann kriegt man ja immer diese. Da wird immer dieses Licht erzeugt. Das hilft dann anderen Spielern, ihre Super aufzuladen. Ah, oh, cool. Also, das heißt, wenn du so Pöppel siehst auf dem Boden, reinlaufen ist gut. Okay. Das sind so Sachen, die das Spiel einem nicht erklärt. Das weiß man dann, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Das ist ein bisschen nervig, aber so ist das halt. Ich vergesse auch noch total viel. Also, liebe Leute, feel free to spoil in the comments, but not the story, please. Rechnen wir wieder drei? Ja, oder? Genau. 3, 2, 1. Hallo. Willkommen zurück. Hi. Dieses Mal habe ich dir Tee gemacht, aber leider schon selbst getrunken. Ich ja das nächste Mal schneller. Ey. Okay, das Signal. Während du mit den Gefallenen gerauft hast, hatten wir hier Probleme. Hawthorne hat das letzte Relais auf dem Berg über den Salzminen platziert. Doch selbst aus dieser Höhe haben wir nicht die erwartete Reichweite. Irgendwie seltsam.
Aber dieser Signalverstärker sollte das Problem lösen. Wir müssen ihn ihr nur bringen. Hm, Todeszone im wahrsten Sinne. Ja, dann gib mir mal deinen Missionsgegenstand. Signalverstärker hilft Thorne, indem die Mission Verbrennung abschließt. Ja, dann nehmen wir den mal. Jetzt hier irgendeine Waffe, die ich... Ah, fordert Level 4. Vergessen wir das Ganze. Ich würde sagen, alles, was Spaß macht, brauchen wir Level 4. Ich meine, man kann es erwerben und dann anziehen, wenn wir Level 4 haben. Aber bis dahin kriegen wir wahrscheinlich das gleiche gedroppt. Von daher spare ich mir meinen Glimmer mal. Oh, wir können hier noch Sachen davon wegen Exchange these items for rewards. Dann können wir diese EDZ-Tokens... Ja, hörst du das? Dies geht auch. Europäische Todeszone. Warte, neue Aktivitäten verfügbar. Die ETZ liegt im Schatten eines korrumpierten Bruchstücks des Reisenden. Der Rim hat auf einer Karte neue Aktivitäten markiert. Achso, jetzt können wir Missionen machen und so weiter und so fort und Abenteuer machen. Wie war der kleine Käfer? Ja, ich kann ja mal gucken, was kann man. Was kann man hier mit den. Ich tausche das jetzt einfach mal ein hier. Meine Ausrüstungsstats kann ich mir angucken. Ich tausche die jetzt einfach auch mal, um zu gucken. Ja, dann wird meine Stufe bei dem natürlich erhöht und dann kann man später bessere Sachen kaufen da. Ah, oh cool. Dann gibt es auch eine Gruppenprämie und so ein Zeug, da muss man sich dann hocharbeiten, der Ruf. Was ich halt total geil finde, weil man kann sich halt entscheiden zu sagen, ey, ich will jetzt auf dem und dem Gebiet, da will ich meinen Ruf erhöhen, das war ja auch schon beim ersten Spiel so. Du hast halt immer was zu tun. Du kannst dir in diesem Spiel, kannst du dir ja selber entscheiden, was du dann machen willst und das mochte ich halt auch total gerne. Oh mein Gott, da draußen ist viel Spaß. Ich schieße jetzt einfach, ich mache das gleiche wie er und schieße hier aus dem Fenster. Neue Mission verfügbar, drück und halte Tappen, die Zielkarte zu öffnen. Ich schau mir schon mal an, wo wir hin müssen als nächstes. Mach das. Ah, da sind die ganzen Abenteuer und die ganzen Missionen markiert. Die rote Schlacht, da geht es um Verbrennung und da können wir den Ruf der Heimat machen. Empfohlen 20, das passt glaube ich besser zu uns. Da gehe ich mal auf Verfolgen, damit ich diesem Ziel folge. Und das wäre da unten draußen irgendwo. Ich gehe mal runter und gehe gucken. Warte, ich komme mit. Ja. Ist das denn? Hui. Knöchel gebrochen. Ich hoffe. Warte, vielleicht würde ich das auch einmal machen. Fuck, was ist da unten wieder los? Welche Mission hast du jetzt angenommen? Die rote wieder, Ich hab eine orangene angenommen, weil die rote ist halt wieder für Stufe 30 und so. Ach so, welche hast du denn? Die direkt hier calling draußen. Calling them home oder calling them home? Oh, fuck, nicht so toll. Gegner, sehr starke Gegner, sehr tot. Ja, ich... Mach dann mal... Lass dich da mal... Lass mich mal liegen, ich mach wieder Einstieg. Ja. Ist das hier dieses Calling Them Home-Dings da? Ja, genau. Das ist der orangene Punkt, der auch direkt, wo die ganzen Gegner sind, leuchtet. Ja. Scheiße, die sind halt einfach viel höher vom Level. Wenn die ein Ausrufezeichen haben, heißt das halt immer Don't do this! Don't do this! Ach so, for fucks. Wenn ich mehr aimen könnte, ist auch leichter. Die zielsuchenden Dinger kannst du dir in den Arsch... Oh, wie viele von euch kommen denn da noch? Hier, Feuerblitzgranate. Draußen ist richtig was los. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ach, da bist du. Okay. Ich schieße einfach hier vorne aus der Tür gerade. Ich versuche, die ganzen Vandalen hier abzuwehren. Oh, shit. Ich komme mal mit zu dir hier aus dem... Fenster. Und jetzt sind wir hier wieder quasi. Ja, genau, wir sind hier da vorne an der Ecke und hier bei vorne bei der Ecke ist auch Ruf der Heimat. Das ist ein Abenteuer zum Annehmen. Ja, da gibt es eine Prämie. Hathron sendet eine Nachricht von der Farm, um Flüchtlinge dort zu leiten. Hilf ihr, das Signal zu verstärken. Ich nehme einfach mal Abenteuer starten, das müsste für uns beide gelten. Okay. In Ordnung, Debring. Ja. Was gibt es als nächstes? Helft mir, die Botschaft zu verkünden. Wir schicken von der Farm aus ein Signal an alle Leute, die aus der Stadt geflohen sind, um ihnen zu sagen, dass sie hier sicher sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es jeder überall hören kann. Verteile ein paar Signalverstärker in der Gegend. Das sollte klappen. Okay, dann tun wir mal Signalverstärker in der Gegend verteilen. Auf da hinten oben. Ja, kein Problem. Dann gehen wir da doch mal hin. Jetzt sind die Gegner auch wieder weg. Da kommen einfach so Level 3000 Gegner und wir so... Ah, hier. Okay, dann Signal aufstellen. Pock! Der Knoten hier ist geil. Online. Ich habe nicht gelesen, dass that's one noodle online. Ein Moment. Ich habe gerade einen Haufen Gefallene entdeckt, die auf dem Weg zu dir sind. Sei vorsichtig. Was gefallen? Quite a few. Good. Ja, habe ich gemerkt, irgendwie so, dass da so ein paar Gefallene kommen. Ich fühle es.
Alter, mit der Waffe ist halt nicht. Ich hätte gerne meine Maschinenpistole wieder. Machen wir mal ein bisschen Heilung hier. Hau ab jetzt! Oh, da kommt ein bisschen was Größeres. Oh, au, 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 au. Ja. Ich will mein Maschinengewehr wieder haben. Ziel jedenfalls jetzt nicht mehr mit dem Ding. Die Eliminierung des Captains unter der Kirche muss den Rest der Gefallenen hervorgelockt haben. Toll. Es kommen immer mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass das Signal stark ist. Beeil dich besser und platziere den zweiten Knoten. Level 4. Au, 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 au. Gut, dass ich Level abgemacht habe, sonst wäre es tot. Wo? Ach da. Oh Gott, es werden immer mehr. Hier habt ihr eine Feuergranate, viel Spaß. Au! Achso. Alles gut. Die haben doch gerade auch eben gesagt, das hört sowieso nicht auf. Wir sollen das zweite Ding anbringen. Ja, also und das ist da hinten. Also auf geht's. Puh, nichts wie weg hier. Boah, das sieht so geil aus mit diesen Häusern. War das nicht hier gerade irgendwo? Achso. Ja, das ist noch ein ganzes Stückchen. Das war mal voll Alter, schön sieht das geil aus hier. Das war bestimmt das mal super. Das ist das erste Mal, dass ich seit dem Angriff der Kabale überhaupt Gefallene sehe. Erinnert mich an die Stadt. Ihr habt alle dafür gesorgt, dass wir keinen Geächteten zu Gesicht kriegen. Um uns zu schützen, oder? Es gibt ein anderes Wort für einen Ort, den man nicht verlassen darf. Mit Mauern, über die man nicht sehen kann. Und es wimmelt von Wachen. Soraya, trotz deiner Leistungen hier, glaube ich nicht, dass die Stadt ein Gefängnis war. Ich sage nur, dass die Farm keine Mauern hat. Man kann kommen und gehen, wann man will. Also sorgen wir dafür, dass alle den Weg hierher finden, oder, Hüter? Bock. Ich habe das verstärkte Signal empfangen. Und eine Art seltsame Rückkopplung. Die Gefallenen sind wirklich hartnäckig. Ich mag das Wort, seltsame Rückkopplung. Ich bin mir sicher, dass sie eine Art Störvorrichtung in der Nähe haben. Störvorrichtung, na dann. Stoppe die gefallenen Aktivität. Störgeräte zerstören. Alles klar, da drin scheint eins zu sein. Ja. Dann ballern wir das mal weg. Jo. Ah, okay. Wortwörtlich zerballern. Oh, okay, mach ich gerne. Finde ich gut. Sachen zerstören, so mit draufschießen, ist voll gut. Wo ist das nächste? Ich glaube, das müssen wir dann Stück für Stück hier suchen. Ja, aber überall, wo Viecher sind, da drüben sind wieder Viecher drin. Da könnte dann das nächste sein. Achso, cool. Bäh. Ah, ich glaube, ich habe gerade noch eins kaputt gemacht. Die sehen alle gleich aus. Ah! Ja, Spaß mit der Kanone. Ach, da ist der. Na? Ist hier noch irgendwas drin? Oh, da oben ist das nächste. Da oben. Yes! Woo. Ich habe ein klares Signal. Keine Rückkopplung mehr. Hier ist auch toller Empfang. Ausgezeichnete Arbeit. Okay. Es ist schön, dass uns normalen Leuten mal... Ja, wir sind mal wieder Freunde. Ist nicht so meins. Weg damit. Ich hab sie. Durch den Tunnel am Fluss vorbei. Aha. Das ist der Ort. Tunnel, Fluss. Ich habe dort etwas zurückgelassen. Okay, das ist da unten lang. Toll, da kommen ja so ein Verfeffel. Oh, ich will auch viel Fluchtvehikel haben wieder. Das war so toll. Ich kann mir den runterschießen, können wir es benutzen. Nein, es geht auch kaputt. Na, doch, da ist ein Gerät. Ah, Flugzeug. Vielleicht kann ich damit schießen sogar. Moskito fahren. Vorsicht. Guck mal, das muss ich nicht mitfahren. Ja, blickst du, alles gut. Jetzt müssen wir noch so einen abschießen, glaube ich. Es gibt ja... Was? Oh, hier. Achso, nee, jetzt bist du. Hi. Gott, ich kann mit den Dingern nicht mehr fliegen. Ich habe keine Muni mehr für mein Gewehr. Das ist so traurig, ne? Das passiert so oft in dem Spiel. Wir sollten da runter. Vielleicht finden wir noch so einen auf so einem Flugvehikel. Nee, das ist leider die falsche Muni. Warte. Ich kann dich leider nicht mitnehmen. Das ist, glaube ich, nicht aufmachen. Meine Aufnahme leckt gerade. Sie soll nicht laggen. Das Vehikel ist so krass. Es sind meistens immer tonnenweise Leute mit solchen Dingern unterwegs. Dann steige ich halt ab. Wie kommen wir wieder raus? Ich weiß nicht mal, wie man absteigt. Mama, Hilfe! Aua! Au! Hinter uns ist das Böse. Ich brenne. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie man absteigt, wäre super. Das Spiel erklärt mir das ja nicht. Ach, ich drücke einfach die Leertaste. Okay, irgendwann lernt man das schon.
Wir sind schon fast bei deinen Koordinaten, Hawthorne. Gut. Ich habe dort vor einiger Zeit Vorräte zurückgelassen, als ich überstürzt aufbrechen musste. Vorräte für die Farm? Für die Stadt. Aber als ihr angegriffen wurdet, habe ich alles fallen lassen und bin über den Ozean geflogen, um zu helfen. Die Stadt braucht sie sicher nicht mehr. Es stresst mich gerade minimal, dass ich keine Muni mehr habe. Viel Ju, ich habe auch noch 25 für meine Hauptwaffe. Warte mal, lass mich kurz mal was gucken. Ich kann, aber glaube ich immer noch, wenn ich jetzt einfach... Du kannst ja die Waffe wechseln so lange und ansonsten haben wir bei den nächsten Gegnern spätestens wieder Muni. Ja. Also das ist ja meistens so. Hebe ich die trotzdem auf, wenn ich die Waffe nicht ausgewählt habe? Ja, du hebst die immer auf. Alles kein Thema. Ah, cool. Was ist das hier? Sieht nur hübsch aus. Okay. Hier ist richtig hübsch. Oh nein. Oder oben sind aber Gegner. Ich will wieder meinen krassen Flug haben. Schlechte Neuigkeiten, Hawthorne. Die Gefallenen waren schneller als wir. Okay, vergesst die Vorräte. Aber ich brauche Vorräte, ich will Muni. Oh, da ist ein Fass an mir vorbeigeflogen. Aber hier ist Muni. Ja, oh Gott sei Dank. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Fässer explodieren. Oh ja, das ist lustig. Wow. Aiming ist gerade nicht meins. Achso, ist ein bisschen. Nee, meins auch nicht, vor allem nicht mit der Waffe hier. Bisschen gelaggt. Muss ich aufpassen. Ah, jetzt habe ich wieder Muni. Das ist doch nett. Dann fühlt sich das gleich viel besser an. Und trotzdem ja noch mehr Muni. Geh nämlich ganz schnell wieder weg. Ist sauber. Nicht lange. Die Gefallenen mögen es nicht, wenn man ihnen eine Gelegenheit zum Plündern nimmt. Ich rechne mit einem geballten Angriff. Dann tut mir doch bitte noch einen Gefallen, ihr zwei. Platziert einen weiteren dieser Knoten, um mein Signal zu verstärken. Und dann verschwindet von da. Mhm. Okay, gut gemacht. Ich hole mir nur mal gerade meinen Loot da oben. Ich wollte gerade sagen, ich will auch mal Loot mitnehmen. Ach, hier müssen wir sowieso das Signal aufstellen. Ah, perfekt. Und... Ich hab's fast daneben gestellt. Oh, fuck. Ich mag dieses Wort wieder eingeschränkt. Überhaupt nicht. Oh, da kommt alles wirklich raus. Ist die schon mal erledigt? Den auch. Ja, komm jetzt. Weg mit dir. Sehr gut, das war den Kopf. Jetzt einfach so for safety reasons. Wollen wir das eine Fass, was hier oben noch liegt, gerade mal kaputt schießen? Nicht, dass die Feinde es für uns tun können? Entschuldigung. Das meinte ich. Das hat man ganz schön... Oh, weiten Explosionsradius. Oh, da unten ist alles möglich. Schweber. Wo sind die? Und Vandalen. Vielleicht muss ich doch wieder, ich weiß nicht, welches auf Range besser ist. Beste ist eins, was du zum Ranzoomen. Ich habe gerade so ein Single-Shot-Halb-Sniper-Pseudo-Gewehr. Das ist ganz praktisch. Dämmerlicht einsammeln. Oh, ich liebe es ja hier auch, so Pflanzen zu sammeln und so. Da kommt so der GW2-Spieler in mir durch. Erstmal abbauen. Bis das Lager dann voll ist. Oh, ein Servitor. Hm. Hier muss man mal in die Mitte schießen. Im Servitor. Aua! Oh, ich hab vergessen, wie kacke die war. Ich hab keine Muni mehr. Das ist ja ein Traum. Ich fühl mich wohl mit. Ich hab meine Handfeuerwaffe, mit der ich nicht aimen kann. Ich muss mal durch ein bisschen Muni durchlaufen. Jupp, damit treffe ich auf der Distanz ja gar nichts. Klamotten gekriegt. Hey, ich krieg grad neue Schuhe und so. Das ist schön. Ach, geh ich mal in Nahkampf? Hab ich kein Problem mit. Dafür habe ich meine Pistole ja und das auch. Wow. Sehr schön. Ich muss ein scheiß Fass. Hab ich selbst angezündet. Hab ich gut gemacht. Kann ich jetzt wieder meine Waffe wechseln? Also, ich echt gern mehr Muni. Ich wirklich echt gerne mehr Munition jetzt. Was ist das? Bei meiner Zielgenauigkeit. Aber langsam besser. Nee, mein Aim ist gar nicht das Problem. Ich finde es nur manchmal einfach noch unübersichtlich, so Gegner überhaupt erstmal zu sehen. Und ja, da habe ich ja sowieso mal Probleme bei Shootern. Also bevor ich zum Beispiel bei Star Wars Battlefront irgendwie einen Gegner sehe, bin ich schon dreimal gestorben. Ich denke mir, hey, wo waren die denn alle? Und dann war der hinter der Wand und ich denke mir, wieso hat er mich getötet? Und wie? Und warum konnte der mich sehen? Richtig. Machst du etwas richtig. Nicht nachlassen. Geil. Loot. Ja, ja. Ach hier, oben. Hier ist ein Heilfeld. Ich muss hier mal ein paar Meter zurück, glaub ich. Digga, geh mal weg von mir. Muss doch mal näher rankommen.
Surprise, kann Motherfuckers! Kann ich hier eigentlich so Sachen machen, wie rückwärts von der Map fallen aus Versehen und so? Oh, fuck. Hau ab! Der wäre da noch. Oh, der ist tot. Ich wollte gerade sagen, der Digger wäre schon mal weg. Sie sind weg. Ihr Hüter seid wirklich etwas Besonderes. Das habe ich wohl vergessen. Und jetzt wissen wir, dass wir Ressourcen in der ETZ finden können. Sobald wir die Stadt zurückerobert haben, wird das eine große Hilfe sein. Sicher. Eigentlich will Soraya Danke sagen. Kommt sie mir zurück, wenn ihr die Zeit findet. Es gibt noch jede Menge zu tun. Alles klar, dann gucke ich gerade nochmal, indem ich Tab gedrückt halte, wo wir hier sind. Ah, hier sind wir hingelatscht. Ich ziehe mich, glaube ich, gerade mal nebenbei kurz um. Ich habe ja noch ein bisschen was getroffen. Arsch der Welt. Was ist denn mit das verfolgen wollen? Dann müssten wir in diese Richtung. Ja, ich glaube, hier ist erstmal gerade einigermaßen... Ist hier safe? Hier ist safe. Okay, dann ziehe ich mich auch mal gerade um und gucke, was hier los ist. Habe ich irgendwie noch was Neues frei? Oh, ich habe 2 Upgrade-Punkte. Jetzt muss ich mich wieder entscheiden, was ich upgrade. Ja, ich habe auch Upgrade-Punkte, glaube ich. Schubgleiten. Springe, während du in der Luft bist, um das Gleiten zu aktivieren und einem starken Geschwindigkeitsboost zu halten. Okay. Sounds nice. Nehme ich. Klingt nett. Nebenbei muss ich auch mal alle anderen Sachen hier gerade noch kaputt machen. Oh, da brauche ich höheres Level für. Scheiße. Das weg. Ah, schon wieder ein Scout-Gewehr. Na gut, dann bleibe ich halt beim Scout-Gewehr. Anscheinend ist das mein absoluter Favorite. Ich wollte sagen, irgendwas möchte dir... Oh, ich habe eine, so wie es aussieht, ganz nette Waffe gefunden. Das erfordert Level 5. Da muss ich das noch kann, glaube ich, erstmal weg. Ich finde dieses Gewehr, das eine Gewehr, was ich im Moment habe, finde ich ganz, ganz schrecklich. Muss ich ja sagen. Ich habe halt das dummerweise als Energiewaffe eine Pistole und damit komme ich halt im Nahkampf gut klar, aber wann kommen wir schon mal in Nahkampf aktuell? Ich hätte halt echt gerne eine Handfeuerwaffe wieder oder so. Ja, meinen Raketenwerfer behalte ich. Dann habe ich einen Helm, den ich noch nicht anziehen kann, weil ich noch nicht das richtige Level dafür habe. Der eine Granatwerfer kann weg. Ich habe aber neue Klamotten zum Anziehen. Auto Rifle, Scout Rifle. Aber ich mag mein Auto Rifle ganz gerne. Aha. Ja, ich trage dich real. Die Handcannon fand ich eben nicht so geil. Ich behalte, weiß ich nicht, ich nehme mal... Zu Testzwecken das Scout Rifle. Ja. Und da kann ich noch die Punkte verteilen. Moment. Ich sonst noch irgendwas reinsetzen? Nee, ich habe noch einen Punkt verfügbar, aber mit dem kann ich gerade nichts machen. Ich kann das eh mal nur dahin skillen, was gerade blinkt. Ja, ne? Eben. Also es geht gerade aktuell halt ja nichts anderes. Noch nicht.